Und wir haben jetzt hier eine neue Rune, nämlich immer noch was, was mich überhaupt nicht interessiert, vermutlich. Eine Curse Rune. Ja, doch, harder enemies, but greater rewards. Die würde ich ganz gerne anlegen, aber dafür brauchen wir noch 700 Gold und das holen wir uns jetzt im nächsten Run. Weil damit kriegen wir dann tendenziell mehr Gold und können uns besser verbessern, ja. Auch wenn die Gegner stärker werden, aber ob ich jetzt so einen Gegner 3 oder 4 Schläge reinzimmer, ist in den meisten Fällen fast egal. Weil sobald man in einem Raum mal angelangt ist, ist es fast egal, was man da drin macht. So, wenn ihr seht jetzt, wenn ich den Gegner besiege, kriege ich zum einen 2 MP dazu wegen meiner Rune. Dann kriege ich noch 1 MP dazu wegen meiner tollen Fertigkeit. Ja, ich kriege 2 MP dazu wegen meiner Rune und ich kriege 4+4 Max HP dazu. Und das ist ja der Lich King. Mit dem Lich King kriegen wir pro Gegner, den wir besiegen, immer mehr Max HP. Und deshalb lohnt es sich, das gesamte Schloss erstmal zu machen, bevor man in den Wald geht. Weil, ja, je länger wir unterwegs sind, desto mehr Max HP bauen wir auf, desto mehr, ja, können wir dadurch auch verbessern. Man sollte allerdings aufpassen, irgendwann baut man kein Max HP mehr auf, irgendwann ist eine Grenze. Und dann haben wir mit dem Lich King ja die Möglichkeit, unser Mana, unser maximaler Held in maximales Mana umzuwandeln. Und das ist dann der Punkt, an dem man dies auch tun sollte. Und auf den arbeite ich dann in dem Run auch irgendwie hin. Man muss, wie gesagt, immer dann zwischendurch mal gucken, ob da noch steht, Max HP verbessert oder nicht. Weil wenn nicht, dann ist man an dem Punkt, wo jeder Kill, den man macht, im Prinzip ein verschwendeter Kill ist. Wenn man nicht vorher den Mana, die Mana-Conversion gemacht hat. So, wir kriegen jetzt 12 Gold pro Gegner, dadurch, dass wir das eben investiert haben. Hört sich jetzt vielleicht nicht nach viel an, aber ich glaube tatsächlich, das hilft uns schon eine ganze Menge. Eigentlich ist es auch sinnvoll, mit einem Lich King so lange zu warten, bis man Fleischkeulen einsammelt, bis man mehr Max-Health hat, weil die dann ja prozentual auch mehr auffüllen. Aber wenn ich schon in meinem Raum so eine Keule aktiviert habe, dann kann ich natürlich nicht zurück, weil dann muss ich sie in dem Raum einsammeln. Gut, ich kann ja natürlich noch die restlichen Gegner killen und sie dann erst einsammeln, aber wenn das darin resultiert, dass ich nochmal Schaden nehme, lieber nicht. Warum bin ich jetzt hier lang gegangen? Fragt mich nicht. Eigentlich wollte ich erstmal zum Wald gehen. Aber gut, war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, keine Ahnung. Ja, und wenn wir unser Mana dann geupgradet haben, dann können wir auch ziemlich viel Mana rumspammen und wenn man es schafft, diesen, ja, dann noch viel Mana zu behalten für einen eventuellen Bosskampf, ist das so ziemlich das Sinnvollste, was man im Lich machen kann, weil dann kann man in einem Bosskampf einen Boss zu Tode manaen. Wir haben jetzt aktuell eine Fertigkeit, die ziemlich viel Mana kostet, das heißt, wir könnten in einem Bosskampf wahrscheinlich nicht mal so hart auf den Boss drauf spammen, aber der Vorteil an den Ninja-Sternen ist, dass die Ninja-Sterne bleiben. Den Raum resette ich lieber mal, dann kriege ich den nämlich besser besiegt. Wo kommt denn dieser Schuss her? Ach, da oben ist ein Auge. Das habe ich gar nicht gesehen wegen der Map. Die Map war da leicht im Weg. So, hier könnte ich dann nochmal so machen. Genau. Weil die Sache ist, jeder Gegner, den wir töten, bringt uns ja was. Das heißt, selbst wenn wir von dem Gegner keine Münzen bekommen, wir kriegen immerhin Max-HP dazu. Und deshalb finde ich, lohnt sich der Lich King allein schon deswegen, weil man belohnt wird für jeden Kill und nicht einfach nur durchrennen sollte. Was ich tendenziell ja eh nie mache, aber wenn man dafür belohnt wird, dass man es nicht macht, warum nicht, ne? Oh, das war doof. Und kriegen wir noch? Jetzt kriegen wir keinen Max-HP mehr dazu, das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir konverten. Jetzt haben wir 71 Max-HP aufgegeben, dafür 71 Mana bekommen. Und stehen jetzt eigentlich schon bei ziemlich guten Werten. Das hier ist beides der Wald. Okay, aber oben das sah freundlicher aus, muss ich sagen. Deshalb starten wir doch hier einfach mal. Und hier geht es sogar weiter im Wald, krass. Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, tatsächlich schon im Wald weiterzugehen, aber ich mache es einfach mal. Ich meine, zur Not können wir immer noch zurück und uns die Sachen im Schloss holen, die wir da liegen haben lassen. Ja, das war eine schöne Truhe. Und wir kriegen das Squire Cape. Was total schwachsinnig ist, weil es das erste Cape ist, was man kriegen kann. Das hat sich gelohnt. Ja, also im Summer Sale, wieso kriege ich dieses Wort nicht ausgesprochen? Wow, das ist traurig. Der Summer Sale, ja.
Im Summer Sale habe ich mir ein Spiel in den Einkaufskorb gelegt, habe es allerdings nicht gekauft, weil ich danach doch nochmal Bedenken hatte. Hätte ich vielleicht machen sollen, war Battleblock Theater, was mich... Ich habe es mal gesehen, mal kurz reingeguckt, hat sah schon sehr interessant aus, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, was alleine einfach kaum Spaß macht. Und ich habe ja keine Leute, die mit mir spielen. Nein, das nicht, aber... Ja, weiß nicht, das ist dann immer so... Wenn man das dann organisieren muss und nicht so zwischendurch, dann muss man ja auch jemanden überreden, sich das auch noch zu kaufen und so weiter. Ein Terrasor, ein Champion-Gegner, den ich allerdings vollkommen schwächlich finde, weil das Einzige, was er kann, ist seine Säule größer machen als die anderen. Das hat sich natürlich echt gelohnt. Wow. Und da oben komme ich nicht mal ran. Ja, das ist ja natürlich geil. Hierfür bräuchte man jetzt entweder zwei Doppelsprungruhen oder... Nee, ich glaube, das die einzige Möglichkeit sind zwei Doppelsprungruhen. Ich glaube, ansonsten hat man keine Chance. Es gibt später noch eine Charakterklasse, mit dem man das Ding kriegen kann, aber so viel möchte ich an der Stelle nicht unbedingt spoilern, auch wenn ich den Spell Thief leider schon ein bisschen gespoilert. Das war doof. Niemals auf Stacheln umdrehen, das ist ein ganz beliebter Fehler. Sollte man sich verkneifen. Es sei denn, man springt gleichzeitig, dann ist es natürlich erlaubt. Das ist erlaubt, dann ist es sinnvoll. Dich weg, wunderbar. So, jetzt kommen wir im Wald ja zumindest schon mal weiter. Also ihr seht, beim letzten Mal in der Session haben wir ziemlich gelackt, dass wir da im Wald fast komplett durchgekommen sind. Deshalb werden wir in der Session jetzt auch nicht so viel Fortschritt kriegen, weil ich erstmal mich im Wald stabilisieren muss, so gesehen. Weil das ist eben auch nicht das einfachste Gebiet. Das war ziemlich doof, weil da habe ich jetzt wieder doof Leben verloren. Aber was soll's. So, hier habe ich was gesehen und hier ist auch noch eine Münze runtergefallen. Genau. Take no damage. Oh, das ist eklig. Das ist sehr eklig. Das ist richtig eklig. Kann ich? Moment, ich probier's mal. Wir machen's einfach mal. Was soll's. Wir sind hier ja sicher. Die Sache ist nämlich, unsere Ninja-Sterne fliegen quasi so lange weiter, bis ich sie wieder einsammle, sie aus dem Bild fliegen. Ja, das sind eigentlich alles nur die Kriterien. Es gibt keine anderen. Sie müssen aus dem Bild fliegen oder ich muss sie einsammeln, dann sind sie weg. Ich glaube, sie verschwinden nicht von selbst. So, dass ich die so geschossen habe, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Dann kommen sie nicht gleich wieder zu mir zurück, oder? Der eine zumindest nur. So, und jetzt haben wir alle besiegt, oder? Ja, nee, what? Okay, dass da oben noch welche leben, ist krass. Aber das sah ganz sinnvoll aus, was ich da gemacht habe. Auch wenn ich nur den einen getroffen habe? Okay, ja, Tatsache. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir haben zwar ungefähr 90% unseres Manas verschwendet. Aber das Gute ist, unser Mana baut sich ja wieder auf. Von daher ist das ja alles in Ordnung. Und das erste Prince Journal im Wald, tatsächlich. Journal Entry Number 4. Everything about this castle is off. I can't seem to keep track of my headings. And there's no sun or stars to guide me. Also, alles in diesem Schloss ist aus? Keine Ahnung. Es scheint so, als könnte ich mir keine Spur in meinem Kopf zeichnen. Und es gibt auch keine Sonne und keine Sterne, an denen ich mich orientieren könnte. I find myself backtracking constantly. I must painstakingly map out my progress lest I go in circles. Ja, ich merke immer wieder, dass ich backtracke, also immer wieder zurückgehe an Punkte, wo ich schon mal war. Ich muss, ja, auch wenn's painstaking, die auch unter Schmerzen, keine Ahnung, muss ich mir eine Map eine Karte von meinem Fortschritt erstellen, bevor ich jetzt weiter in Kreisen gehe. The maps I have pilfered of the corpses of other adventurers are breathtakingly accurate. It is almost if they were describing a different castle altogether. Die Karten, die ich von herumliegenden Körpern von anderen Abenteurern mir schnappen konnte, sind atemberaubend akkurat, also treffen einfach nicht zu. Es ist genauso, als würden sie eine
ein ganz anderes Schloss beschreiben, alle zusammen. Perhaps this place doesn't does something to my mind. Also, eventuell sorgt dieser Platz dafür, oder dieses Schloss dafür, dass mein Geist irgendwie benebelt ist. Or are the stones truly shifting beneath my feet? Oder bewegen sich die Steine tatsächlich unter meinen Füßen? Tja, wer weiß das schon. Das finde ich nebenbei eine ziemlich coole Erklärung. Das war knapp. Die Werwölfe will ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Habe ich? Ne, die Hermes Boots waren im letzten Run. Schade eigentlich. Weil die wären jetzt für das hier ziemlich cool. Das war doof. Mhm. Einfach mal durchgehen. Es gibt zumindest eine Schatztruhe, die sah nicht mehr ab. Ranger Chestplate. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie heil wieder zurückkommen. Das ist immer so das Problem, wenn man in solche Räume geht. Was? Okay, also dass ich da jetzt gestorben bin, war leider ein bisschen lächerlich. Da habe ich das Timing leider gefailt. So ein Mist. So, was haben wir denn hier? Den Sir Gouda, den muss man eigentlich nehmen. Nee. Ein Miner. Sir Mages. Maier. Keine Ahnung. Und noch ein Miner. Zwei Miners. Das ist schon fast ein bisschen übertrieben. Aber einen Assassin will ich eigentlich auch nicht nehmen. Deshalb nehmen wir einfach mal so einen Miner. Und zwar den Dwarf, würde ich sagen. Der sogar noch schneller ist als normale Charaktere. Was auch ziemlich cool ist. So, was haben wir hier oben? Invulnerable Time. Invuln Time Up. Strengthen your adrenal glands and be invulnerable like Bane. Let the game begin. Let the games begin. Ja, die Übersetzung hiervon fällt mir ziemlich schwierig. Stärke deine Adrenalin Glands, keine Ahnung, Nerven, was auch immer, und sei unverwundbar wie Bane. Wer auch immer Bane ist, ist vielleicht eine Anspielung an irgendwas. Lass die Spiele beginnen. Ist das irgendwie eine Anspielung auf Game of Thrones oder sowas? Hört sich zumindest nach fast dem an, naja. Mana Cost Down. Practice your bases to reduce Mana Costs when when casting spells. Ja, auch das ist eine ziemlich sinnvolle Sache. Ja, ist die Frage, Unverwundbarkeitszeit hoch oder Mana-Kosten runter? Ich bin für Unverwundbarkeitszeit, einfach weil es Unverwundbarkeitszeit ist. Oh ne, ich hätte mir die Klasse... Ne, hier hätte ich mir die Klasse kaufen können. Das war doof. Denn meiner... Ne, hätte ich nicht. Ich hatte... 8 Gold zu wenig, glaube ich. Ist natürlich bitter. So, einmal eine Rune bitte. Oh mein Gott, hier ist... Ja, eine Balance-Rune. Toll. Ah, dafür muss ich mir aber eine Dash-Rune noch abgeben. Das ist nicht so geil. Habe ich noch irgendwo anders eine Dash-Rune? Nee? Ey, das ist traurig. Nein, ich kann es jetzt nicht nehmen, weil ich die Dash-Rune unbedingt brauche. Oh, ist das schade. Naja, aber die Curse-Rune können wir uns kaufen. Harder Enemies, but greater Rewards. Warum nicht? Hast du noch irgendwas, was man für 300 kaufen könnte? Irgendein Ramsch? Ja, hier hast du guten Ramsch. Der sogar... Wow, den kann ich sogar anlegen. Und der ist sogar sinnvoller. Krass. Den Nighthelm statt den Squirrel-Helm. Ja, wir geben immer wieder 90% unseres Golds. Das haben wir schon verstanden. Leider, leider. Ja, also ich weiß nicht. Habt ihr... also Summer Sale von Steam ist ja auch so eine Sache, die... ja, man sieht so an, als wäre es quasi alles gratis und man schlägt zu ohne Ende, so wie dieses Video quasi demonstriert hat mit dem Moderator, der dann sein Geld zum Fenster rauswirft. Oder, keine Ahnung, irgendjemand damit abwirft, hat er, glaube ich. Was haben wir nochmal? Wir haben Miner, ne? Das heißt, wir sammeln jetzt Gold ohne Ende. Also ich weiß nicht, habt ihr jetzt gemerkt, dass die Gegner stärker geworden sind, sonderlich? Gut, die Zombies halten jetzt 2 Treffer aus, aber wir kriegen dafür 15 Gold für alles. Was schon ziemlich krass ist, wie ich finde. Und man merkt die Geschwindigkeitssteigerung von dem Charakter echt gut. Also es spielt sich fast wie ein Hokage, finde ich. Du kannst an Gegner rangehen und dann trotzdem wieder rechtzeitig wegkommen. Das ist ziemlich cool. Ja, ist die Frage, ob wir jetzt das gesamte Schloss wieder machen oder ob ich jetzt mal probiere... Mit einem Miner lohnt sich es eigentlich nicht, neue Gebiete zu erkunden. Eigentlich, weil er ist halt fürs Geldsammeln ausgelegt und für nichts anderes. Deshalb... Würde es sich fast empfehlen, jetzt eigentlich wieder nur im Schloss weiterzumachen. Auch wenn das natürlich leicht repetitiv fürs LP wird.
So gebietsmäßig, aber wir werden schon irgendwann in neue Gebiete vordringen. Das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. Wow, das sind definitiv zu viele Sachen. Und das, die Special Ability vom Miner ist auch ziemlich unnötig. Kann ich das nicht mal? Ne, ich glaube, ich kann es nicht mal. Ach nee, wir müssen ihn upgraden, damit wir die aktivieren können. Vergesst es. Die Special Ability hat noch nicht der Miner, die hat erst der nächste. Und den wollte ich ja gerade upgraden, aber mir haben 8 Gold gefehlt. Was ein bisschen schade ist. Das wäre eine Münze. Nein, das war doof. Oh, das macht sehr viel Schaden. So, dich. Wow, dass ich den da nicht getroffen habe, war ein bisschen doof. Na, jetzt wird es halt schon wieder eng von den Leben her. Ja, und dann fliegt er einfach mal in mich rein. Sprint Runes let you death with LT or RT. Ja, das haben wir schon gemerkt. Ein Hokage, den könnten wir uns doch mal wieder schnappen. Oder ein Paladin? Ne, wir nehmen mal den Hokage. Ein Dwarf Hokage. Your MP and HP Pools are swapped. Ist, glaube ich, für einen Hokage nicht so die geilste Fähigkeit. Müssen wir mal gucken. So, was hast du denn hier noch? Wieso hast du überhaupt was Neues? Den Helm hier. Den Vampirism Helm. Ah, plus 20 aber. Das ist nicht so geil. Und eine neue Rüstung. Die Ranger Chest. Night Chest, Ranger Chest. Kostet halt wieder so viel Weight. Das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Das kostet alles so viel Gewicht. Das ist unfassbar. Plus 4 Critical Chance, plus 15 Critical Damage. Plus 20 Weight. Also hier könnte ich auf jeden Fall mal das hier... Ja, okay, das... Keine Ahnung, ob das jetzt so sinnvoll war. Können wir jetzt was anderes noch anlegen? Hier auf jeden Fall nicht. Hier haben wir nur das eine. Hier die... Ja, die können wir anlegen. Ist zwar... Bringt zwar fast gar nichts, aber gut. Gift Charon, 90% of your money. Ja, und jetzt haben wir eben 52 Leben. Und 90 HP, was nicht so geil ist, weil umgekehrt hätte ich es besser gefunden. Mana meine ich, nicht HP. Umgekehrt hätte ich es deutlich cooler gefunden, aber gut, was will man machen? So, jetzt haben wir was, was durch Wände schießen kann, was ziemlich cool ist. Damit können wir dann nämlich auch solche Gegner mal killen. Wunderbar. Und wir haben Hokage, das heißt Insta-Kill für viele Gegner. Aber lass dich nicht treffen, ansonsten... ist dein Leben gleich wieder weg. Ich glaube, ich spiele Hokages auch viel zu... ja, viel zu passiv, würde ich fast schon sagen. Weil man soll... also, so wie man die spielen soll, glaube ich, soll man einfach komplett durchrennen durch alles. Und alles einfach mit einem Schlag, badabam, 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 alles tot. Und dann muss man sich auch nicht um andere Gegner kümmern, weil man einfach ständig in Bewegung ist. Und das vorsichtig Spielen ist dann tatsächlich fast eher hinderlich als förderlich irgendwie. So. Hier haben wir noch einen Gegner, den habe ich gesehen. Ja, wow. Jetzt haben wir nämlich schon 24 Schaden genommen. Jetzt kriegen wir 5 HP durch die Fleischkeule. Und 5 HP durch die Fleischkeule. Und jetzt sind wir immer noch bei 38 Leben. Das ist echt traurig. Die Fleischkeulen bringen sowas von gar nichts bei dem Hokage hier. Also war vielleicht wieder nicht die sinnvollste Idee, mit dem Hokage hier zu spielen. Einfach weil der Trade doof war. Und das war halt die Sache. Wenn der Trade doof ist, dann... Und das hier können wir vergessen. Da komme ich eh nicht runter. Ohne Damage zu nehmen. Da müsste man Magie für spammen. So wie ich das sehe. Und das können wir aktuell... Was ist das hier zum Beispiel für ein Raum? Auch der sieht wesentlich größer aus, als er ist. Das wirkt so, als könnte man da irgendwie noch was Cooles machen dann. Ist aber tatsächlich nicht so. Wow, wieso hält der so viel aus? Krass. Der hat jetzt ganz schön viel ausgehalten, auch der. Das könnte jetzt tatsächlich an unserer Rune liegen, die die Gegner stärker macht. Naja. Also ich weiß nicht, der Summer Sale wird ja von vielen Leuten so benutzt, dass sie ganz viele Sachen kaufen. Beziehungsweise sich Sachen tatsächlich sogar aufsparen, bis der Summer Sale kommt. Was ich ziemlich erstaunlich finde, weil, ja, ich meine... Also... ich könnte, wenn ich ein Spiel wirklich will, könnte ich nicht so lange warten, bis Summer Sale ist. Oder irgendwelche anderen Sales, die ein bisschen weniger reduziert sind, aber zumindest auch ziemlich reduziert. Ich habe auch teilweise schon die Meinung gehört, dass man sich keine Spiele kaufen soll, wenn sie nicht mindestens 50% reduziert sind, weil man da nicht lange für warten müsse.
Die Einschätzung kann ich jetzt nicht so ganz irgendwie beurteilen, weil... Ja, ich kaufe mir die Spiele halt meistens relativ schnell. Finde ich aber auch nicht schlimm, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wer daran verdient. Verdient Steam tatsächlich an den Sachen? Also... Oder verlieren die tatsächlich im Summer Sale? Also das ist halt so eine Frage. Steam ist für mich ein ziemlich undurchsichtiges Konzept, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, im Grunde genommen stellen die eine Plattform für Spieleentwickler. Wie viel von dem, was ein Spiel bringt, Steam, kriegt tatsächlich der Entwickler? Das wäre mal so eine Frage, die ich mir ja definitiv stelle, weil... Wow, von was würde ich da... Ach, von dem Ding, okay. Dumm. Das ist so eine Frage, die man sich durchaus mal stellen sollte, weil ich weiß nicht, wie viel Abzocke Steam tatsächlich ist. Meistens beruhen solche Firmenkonzepte, die nur auf dem Verkauf von Sachen basieren, die eigentlich einem selbst nicht gehören, auf Abzocke. Beziehungsweise auf Ruf irgendwie. Also wenn man einen gewissen Ruf hat, kann man jetzt eigentlich alles an Fleisch holen, was ich hier hatte. Ansonsten bin ich eh gleich wieder tot. Ja, sie basieren eigentlich 100% auf deinem Bekanntheitsgrad. Sobald du einmal diesen Bekanntheitsgrad machst, kannst du diese Sachen machen, die eigentlich... Ich meine, wow, hat er viel Schaden gemacht. Der hätte mich, glaube ich, sogar mit vollem Leben gewone-hittet. Das ist schon heftig. Also ihr seht, da sind wir einfach eventuell wirklich noch ein bisschen zu früh. Ja, kann man, glaube ich...